Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Naja, guten Morgen. Wir haben mittlerweile 11.30 Uhr. Oh Gott, mir ist so kalt, seit gestern Abend schon. Es war ja die letzten zwei Tage, war es so schönes Wetter, Sonnenschein überhaupt und jetzt ist es wieder grau und bewölkt. Gott sei Dank regnet es wenigstens nicht, aber mir ist so kalt. Ja, Baby Jason leistet mir Gesellschaft. Süßer Schatz. Und der kleine Schatz ist am Schlafen, wie man sehen kann. Gott sei Dank. Der war gestern... Das darf man gar nicht sagen, gell? Er hatte ja, ich habe ja kurz erzählt, was wir alles gemacht haben und deswegen war er so fertig mit der Welt. Der hat, Leute, 8 Stunden durchgeschlafen. 8 Stunden. Richtig krass, also richtig, richtig heftig. Der ist irgendwann dann erst ich glaube um 1.30 Uhr oder sowas, habe ich ihn dann tatsächlich mal geweckt. Also ich hatte schon so, stell mir so, oh Gott, wie lange willst du denn schlafen, Kind? Es ging mir gar nicht ums Schlafen. Ich habe mir gedacht so, oh Gott, der wird bestimmt so nass sein wegen seiner Pempi oder Hunger haben oder keine Ahnung was. Dann habe ich ihn ganz vorsichtig umgedreht und habe gemerkt, er war überhaupt nicht nass. Also er hat anscheinend in diesen 8 Stunden fast gar nicht gepipit, weil ich habe danach auch habe ihn dann wirklich ganz langsam hochgenommen, ganz vorsichtig auf den Wickeltisch gelegt. Er ist zwar leicht wach geworden, aber hat so sich ein bisschen hin und her so gestreckt. Das sah so süß aus. Und dann habe ich ihn gewickelt. Die Pampers war auch fast, also die war auch nicht wirklich schwer. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat er in der Nacht nicht richtig gepipit gehabt. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihn trotzdem gewickelt. Dann wurde er ein bisschen wach. Dann habe ich ihm gedacht, komm, dann gibst du ihm jetzt noch eine Flasche, dass er dann nochmal weiterschlafen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Der hat nicht einmal geweint, nicht einmal gemeckert. Er war so richtig fertig von der Welt, weil wir einfach so viel draußen unterwegs waren. Wir waren ja viele, viele Stunden von morgens bis zum späten Nachmittag draußen unterwegs und frische Luft. Wir sind ja richtig viel spazieren gegangen. Gerade als mein Freund Fußball gespielt hat, dann bin ich ja mit den Mädels rumgelaufen. Bestimmt 1,5 Stunden sind wir da durch die Wälder praktisch gelaufen. Also wirklich, ja, krass. 8 Stunden, wie gesagt, durchgeschlafen. Dann wirklich nur Pempi gewechselt, Flasche gegeben. Dann hat er direkt wieder weitergeschlafen und hat sich dann erst wieder heute Morgen um 6 Uhr, kurz nach 6 gemeldet. Also hat er wieder, keine Ahnung, 5 Stunden geschlafen. Richtig krass. Ja, war eine gute Nacht gewesen. Ich bin aber trotzdem müde. Gott, das muss jetzt keiner verstehen, warum. Zu viel Schlaf ist manchmal auch nicht gut. Ich habe ihn dann um 6 Uhr wieder gewickelt und gefüttert und dann haben wir eiskalt nochmal bis um 9 Uhr geschlafen. Also nochmal 3 Stunden. Ja, okay, bis man dann mit allem fertig ist, war es dann vielleicht, was weiß ich, 7, kurz nach 7. Mein Freund ist dann auch zur Arbeit und wir haben uns dann eiskalt nochmal 2 Stunden schlafen gelegt. Das hat so gut getan. Ja, es passiert, das ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Also ich stehe normalerweise immer mit meinem Freund zusammen auf oder kurz danach und ja. Aber irgendwie hat der Elias geschlafen und dachte ich mir, okay, ich gönne mir auch. Ich habe mich gestern das letzte Mal bei euch gemeldet, wo ich euch ja gesagt habe, dass das Mikrofon ja funktioniert und alles Tolles. Danach hatte ich noch Pizza gemacht, haben wir gegessen und dann habe ich eigentlich auch schon mit dem Filmen angefangen. Ich hatte als allererstes die Glossybox abgefilmt, weil die eigentlich so am schnellsten geht. Dann habe ich den Haul abgefilmt, wo ich gezeigt habe, was ich im Primark geholt habe, was ich im Nix Store geholt habe. Genau, und danach habe ich die Verkündung. Das gefilmt, was ich eben jetzt schon länger erzählen wollte. Ich weiß noch nicht, wann ich das genau online stellen werde, ob das jetzt demnächst passiert, ob ich mir da noch Zeit lasse. Keine Ahnung. Deswegen will ich es jetzt hier noch nicht richtig sagen. Kann sein, dass ihr es schon gesehen habt. Keine Ahnung. Ja, und ich habe jetzt mal die Dateien. Bin jetzt hier gerade dabei mit den ganzen Speicherkarten. Ich habe schon einiges auf dem PC geladen. Und ich muss sagen, ich bin mit den Aufnahmen unzufrieden. Weil die Lichtverhältnisse waren sehr dunkel und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum, ob ich irgendwas bei der Kamera falsch eingestellt habe, weil ich hatte hier das Deckenlicht an und wenn das Deckenlicht an ist, ist es schon sehr hell hier. Das ist ja ein komplett weißes Licht und ich hatte noch meine Ringleuchte an, komplett auf höchster Stufe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sehr dunkel war, vielleicht auch wegen dem Sitzverhältnis, weil ich saß halt hier ganz vorne. Ja, sieht man das?
da. Ich saß ganz vorne an der Ecke und dadurch, dass es dann so ein weiter, die Couch sehr weit ist und ich sehr weit vorne saß, dann ist hier hinten irgendwie so Schatten entstanden. Das sieht irgendwie total blöd aus auf den Aufnahmen. Und ich finde, was heißt ich finde, ich sah echt fertig aus. Also wir waren ja wirklich dann auch von früh morgens den ganzen Tag unterwegs. Wir sind ja morgens um, was weiß ich, 8 Uhr haben wir angefangen, uns fertig zu machen. Also wir waren natürlich schon früher wach, aber wir waren, sind dann um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr hier rausgegangen aus dem Haus. Und dann waren wir erst wieder um 5 Uhr, 5.30 Uhr zu Hause am Nachmittag. Wir waren wirklich die ganze Zeit unterwegs. Und ich hatte mich ja früh morgens geschminkt. Und ich hatte mich klugerweise, dadurch, dass der Elias im Zimmer geschlafen hat abends, bin ich normalerweise, wenn ich dann den ganzen Tag unterwegs bin und ich habe schon Make-up und bevor ich dann filme, gehe ich mich wenigstens nochmal irgendwie abpudern oder schaue, ob alles noch okay ist. Aber das habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mich mein Kopf nicht aktiviert gehabt. Ich habe einfach angefangen zu filmen. Leute, ich sehe aus auf diesen Aufnahmen. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich irgendwas von diesen Aufnahmen online stelle. Ernsthaft, das sieht so furchtbar aus. Ich zeig's euch mal. Weil kann sein, dass ich das echt nicht online stelle. Moment, ich mach's jetzt mal auf Ton aus. So, schaut euch das mal an. Also, es ist total schattig im Hintergrund. Ich sehe aus wie so eine kleine Speckschwarte, so richtig fertig mit der Welt. Es war dann halt auch schon abends, was weiß ich, wie viel Uhr. Ja. Also die Aufnahmen sind echt schlecht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich die online stelle. Dann kommt das zweite Problem. Und ich kann es euch direkt zeigen, es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das hier sind jetzt die Aufnahmen von dem Haul von Primark und Co. Und ihr seht es schon hier, eine Datei ist wieder kaputt, die ich nicht retten kann. Es ist so ätzend. Und das ist eine Datei, die ungefähr 10 Minuten lang ist. Also das ist wirklich eine große Datei, die ich nicht retten kann. Joa. Was soll ich dazu sagen? Also der Haul ist definitiv kaputt. Also den kann ich auf jeden Fall löschen. Super. Die Glossybox stelle ich vielleicht online und vielleicht auch die Sache, was ich euch erzählen wollte, schon die ganze Zeit. Weil das sowieso so ein Talk-Video, also das ist ja sowieso so ein Talk-Thema einfach. Das ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie hier, keine Ahnung, ich hätte das auch jetzt einfach so mit euch quatschen können, so in etwa, wisst ihr. Aber es ärgert mich einfach, weil ich mir halt gestern Abend dann extra mal die Zeit dafür genommen habe und der Kleine gerade geschlafen hat und ich dann da wirklich ein paar Stunden echt gedreht habe und die Aufnahmen einfach so scheiße geworden sind. Und ich reg mich ehrlich gesagt über mich selber gerade auf, weil ich es normalerweise immer so gemacht habe, dass wenn ich was gedreht habe, ich mir dann die ersten Aufnahmen wenigstens mal angeschaut habe und so und ob alles in Ordnung ist oder nach jedem Video, ob die Dateien in Ordnung sind. Ja, und das dadurch, dass die Dateien die letzte Zeit immer total in Ordnung gewesen sind, habe ich diese Kontrolle nicht mehr gemacht. Ja, da habe ich jetzt den Salat. Richtig ätzend. Ich habe die Sachen natürlich auch alle schon weggeräumt, die Kassenbons weggeschmissen, die Sachen sind schon in der Wäsche und es nervt mich gerade so hart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hasse sowas. Also wenn die Technik nicht mitspielt, dann ist es echt, das ist eine Katastrophe zum Kotzen. Leute, heute Morgen ist sowas Lustiges passiert. Ich habe euch ja schon erzählt, dass der Lias sich ja zweimal gedreht hat. Das war einmal. Der hat sich bis jetzt ja nur zweimal gedreht. Und zwar einmal, ich glaube, an dem Tag, wo er genau 10 Wochen alt geworden ist, das war der Freitag. Und dann am nächsten Tag, am Samstag. Morgens auf der Wickelkommode und abends war das ja mit meinem Freund. Und seitdem hat er sich nicht mehr gedreht, gell? Und ich dachte, habe schon gedacht, okay, es waren vielleicht nur so Zufälle. Wobei es sind ja keine Zufälle, das ist ja etwas, was er aktiv machen muss. Aber heute Morgen, ich hatte ihn halt gefüttert und alles fertig hier gemacht und so weiter und habe ihn dann auf den Bauch gelegt. Aber nicht zum Schlafen, sondern dann guckt er seine ganzen Spielzeuge immer an, weil wenn ich ihn auf den Rücken lege, dann ist er bisschen quengelig. Und dann habe ich ihn auf den Bauch gelegt und dann hat er seine Spielzeuge angeguckt und so weiter. Und ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen und habe Katzenklo sauber gemacht und ein bisschen durchgesaugt. Und in dem Moment hat er angefangen zu quengeln. Aber das war kein Weinen, sondern das war halt so ein Gemeckere. Und wenn er anfängt zu meckern, renne ich nicht sofort zu ihm hin und schaue, was ist los? Oh mein Gott, ja. Also er kann schon mal 2 Minuten quengeln. Das ist, denke ich, nicht schlimm. Okay, ist jetzt auch wieder Ansichtssache. Aber
wenn ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin, irgendwas zu machen, zum Beispiel ich spüle gerade ab und ich sehe, er ist jetzt nicht irgendwie am Weinen oder am Schreien, sondern er ist einfach nur gerade ein bisschen quengelig, dann ist das so. Manchmal rede ich dann auch vom Weiten mit ihm, dann hört er manchmal auf zu quengeln. Das ist dann einfach nur so ein Gemeckere. Und das hat er eben gemacht. Ich habe dann aber weiterhin das Katzenklo zu Ende gemacht und laufe dann hier gerade wieder ins Wohnzimmer und will den Müll hier rausstellen. Ich stelle den ja immer zwischenzeitlich hier auf der Terrasse ab. Und dann am Tag gehen wir ja immer mindestens einmal raus und dann nehmen wir den ganzen Müll mit raus. Weil ich mag das einfach nicht, wenn der irgendwie im Treppenhaus oder sowas steht. Weil das riechen ja dann andere, das ist dann voll ätzend. Also wenn ich die Pampis zum Beispiel ausleere oder Katzenklo mache oder, dann stelle ich das immer kurz hier vor die Terrassentür und nehme das dann mit raus, wenn wir dann halt rausgehen. Was wir ja auf jeden Fall mindestens einmal am Tag machen, von daher aus. Oder morgens, mein Freund nimmt es oft mit oder ja. Und ich laufe dann gerade hier von Schlafzimmer ins Wohnzimmer rein und will die Tüte rausstellen und dann sehe ich, der Kleine liegt einfach auf dem Rücken. Hat sich einfach umgedreht und ich hab's nicht mitbekommen. Ich könnte so richtig schlimm, ey. Der hat sich einfach von alleine wieder umgedreht. Ich fand das so süß. Ich hab dann schnell die Tüte rausgestellt, bin in die Küche, hab schnell meine Hände gewaschen, hab ihn hochgenommen, hab gesagt, schön gemacht und toll und mach nochmal. Mami will's sehen, gell. Und hab dann mit ihm hier gespielt und dann lag er auch wieder auf dem Bauch und oh Gott, sorry. Hat den Kopf wieder fleißig gehoben und hat gelacht und gemacht und getan. Und ich immer so das Handy schon nebenbei bereit, gell, auf Video gestellt. Aber halt noch nicht gefilmt, aber so griffbereit, dass wenn er sich drehen sollte. Ich würde das nämlich gerne mal ja, festhalten. Aber nein, hat er nicht gemacht. Hat er gar keine Lust gehabt. Ich fand das war so, man legt ihn kurz hin. Geht kurz, ich war wirklich 3 Minuten im Schlafzimmer, mehr nicht, ja. Und habe das halt eben kurz gemacht. Morgens mache ich halt logischerweise immer die Katzentoilette und saug dann einmal kurz durch die ganzen Katzenschreu, was rausgefallen ist über Nacht oder auch so. Ich saug halt wirklich jeden Tag die Wohnung mindestens einmal. Und dann kommt man zurück ins Wohnzimmer und dann liegt er auf einmal auf dem Rücken. Ich habe mir auch gedacht, so, mein Gott, ich habe es nicht mitbekommen. Oh Mann. Hallo Jason. Ja, voll ätzend. Ich hoffe, er macht es nochmal die Tage, weil... Oh Mann, Leute, ich bin auch gestern schon die ganze Zeit am Niesen. Nicht, weil ich erkältet bin oder krank werde, glaube ich nicht, sondern es sind zwar die... Es ist noch nicht großartig irgendwas am Blühen oder die Bäume auch nicht und so weiter und so fort. Aber gestern, wo es auch schon so gutes Wetter war, ich habe immer wieder niesen müssen und das regt mich so auf. Oh Gott. Alle Allergiker fühlen jetzt mit mir, Leute, die Saison kommt wieder, wo wir uns einen abniesen werden. Ich habe gar keine Lust drauf. Ich muss mich unbedingt mal für nächstes Jahr darüber informieren, wie das mit diesen Spritzen und so weiter ist. Also man kann sich ja irgendwie spritzen lassen und dann ist das irgendwie alles besser oder sogar weg, keine Ahnung. Weil ich nehme ja sonst Tabletten. Ich nehme übrigens dieses Cetirizin. Ich habe auch schon andere Tabletten ausprobiert gehabt. Aber die bringen bei mir nichts. Cetirizin ist so ziemlich das Einzige, was bei mir hilft. Es gibt ja auch ganz viele so homöopathische Sachen und so weiter. Das hilft bei mir null. Ich habe ja in der Schwangerschaft gar nichts genommen. Und da wurde mir ja von der Ärztin so pflanzliche Geschichten aufgeschrieben, die ich dann hätte nehmen dürfen. Ich habe dann auch mal 2-3 Stück genommen, als es ganz schlimm gewesen ist. Aber die haben gar nichts gebracht. Also wirklich null. Und ich habe mich ja in der Schwangerschaft, weil ich ja keine Tabletten genommen hatte, hier über Wochen eingeschlossen zu Hause. Also ich habe ja wirklich die Rollladen runtergemacht, die Fenster nicht, also ich habe die Rollladen runtergemacht, dass die Sonne halt nicht reinknallt, dass es hier nicht warm drinne wird. Weil jedes Mal, wenn ich dann ein Fenster nur gekippt habe, habe ich hier eine Niesparty gehabt vom Feinsten. Also das ging gar nicht. Das war so schlimm in der Schwangerschaft, halt keine Tabletten nehmen zu dürfen und nichts, also gegen die, gegen Schmerzen oder sowas, das ist mir egal. Ich ziehe das dann auch immer durch. Ich nehme auch so generell im Alltag, habe ich nie großartig Tabletten genommen. Wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann habe ich halt Kopfschmerzen. Wenn ich mal Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen habe, dann habe ich das. Also ich nehme wirklich, das passiert einmal im Jahr, dass ich Tabletten nehme. Also wirklich, das ist ganz, 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 ganz selten. Ich bin da total der Gegner von. Aber wenn es diese Saison ist, wo wirklich meine Allergie ausbricht, also gegen Heuschnupfen, gegen bestimmte Gräser, gegen bestimmte Bäume, ich glaube Birke und sowas ist mit dabei, ich weiß es gar nicht. Also da geht es bei mir richtig ab und wenn ich nur am Niesen bin, ist es noch nicht mal so schlimm. Aber wenn die Nase komplett zu ist, wenn wirklich sich alles zuzieht, auch der Hals, dass
man wirklich denkt so, okay, ich ersticke gleich. Und es war bei mir ja eine Zeit lang so schlimm, dass ich sogar ein Asthma-Spray morgens benutzen musste. Also ich habe tatsächlich ein Asthma-Spray verschrieben bekommen, weil sich meine Atemwege so zugezogen haben, dass ich einfach keine Luft mehr bekommen hatte. Also das war schon hardcore. Und das ist dann auch kein, das ist nicht so, dass man, das fühlt sich nicht an wie eine Erkältung, dass man so einen dicken Hals hat zum Beispiel. Bei mir war es immer so gewesen, dass das so gejuckt und gekratzt hat, dass man wirklich das Bedürfnis hatte, mit seiner ganzen Hand in seinen Hals reinzugehen und da richtig, so richtig zu kratzen. Also im Hals drinnen. Also richtig, das ist echt heftig. Also und das hat sich ja einfach so mit den Jahren entwickelt. Ich hatte das in der Kindheit nie gehabt. Das hat sich ja irgendwann mit 20 rum, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, 22, 23, 24, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ist es plötzlich gekommen in einem Sommer, dass es langsam angefangen hat, dass ich immer mal niesen musste. Und dann der Sommer darauf war es schon echt krass gewesen. Und im dritten Sommer war es so schlimm, dass ich dann Asthma-Spray bekommen hatte. Also das ist schon echt, echt, echt heftig. Ich sehe dann auch immer aus, meine Augen, also als ob ich weiß der Geier was für Drogen genommen hätte. Wirklich, also richtig, richtig krass. Ja, auf diese Zeit freue ich mich jetzt überhaupt nicht. Aber dadurch, dass ich ja nicht stille, kann ich jetzt wenigstens die Tabletten nehmen. Und das ist auch die einzige Art von Tabletten, wo ich sage, die pfeife ich mir rein, ohne drüber nachzudenken. Weil das ist einfach gerade im Sommer, wenn dann endlich mal hier der Frühling beginnt und alles wieder blüht und alles schön ist und das Wetter schöner ist und man dann natürlich, jetzt bin ich ja dann erst recht so, dass ich dann rausgehen möchte, gerade mit dem Kleinen. Sachen erleben, in Parks gehen und so weiter und so fort. Und wenn ich dann die ganze Zeit am Niesen bin, meine Nase läuft, mein Hals dick ist und alles wehtut und kratzt und juckt und überhaupt, das bringt ja nichts. Das ist ja einfach eine Lebensqualität, die einem da geraubt wird. Also das ist so, 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 so ätzend, wenn man so Allergien hat. Es wird so, ja, es wird manchmal auch so abgestempelt. Ach ja, du hast eine Allergie, ja, mein Gott. Ja. Niest man halt mal ein bisschen. Nein. Wenn man wirklich nachts wach wird, weil man keine Luft mehr bekommt, dann das ist schon echt heftig. Und ich merke es jetzt so, bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Also ganz komisch, weil ich bin auf gar keinen Fall gerade erkältet oder krank. Ich fühle mich auch so nicht. Aber ich habe gestern wirklich viel oder auch vorgestern niesen müssen. Und es ist noch, kein Baum hat ein Blatt. Es ist noch nicht irgendwas am Blühen oder. Und ich fange jetzt schon an. Also das, ich freue mich überhaupt nicht drauf. Naja. Ja, Leute. Bin jetzt am Überlegen, was ich hier mit diesen blöden Dateien mache. Ob ich die online stellen soll. Oder nicht. Ob ich das vielleicht zu kritisch sehe. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es wäre voll schade um die Aufnahmen. Aber irgendwie, egal. Ihr werdet es ja dann jetzt schon gesehen haben, ob ich die online gestellt habe oder nicht. Den Haul habe ich ja dann auf gar keinen Fall online gestellt. Muss mein Handy auf lautlos machen. Den Haul habe ich ja auf gar keinen Fall online gestellt, weil ihr ja gesehen habt, die Datei ist kaputt. Den muss ich entweder nochmal neu abdrehen oder ich hole die ganzen Sachen raus und zeige sie euch in den Vlogs. Ganz ehrlich. Das werde ich vielleicht machen. Dass ich das im Vlog nochmal schnell zeige, dann ist es halt so voll ätzend eigentlich, aber ich würde ja gerne auch mal ein paar normale Videos wieder machen, abgesehen von Vlogs, aber irgendwie ist momentan der Wurm drin. Dann hatte ich gestern endlich mal ein bisschen Zeit, was heißt, ich hatte ein bisschen Zeit, gell? Wir waren den ganzen Tag unterwegs, dann hätte ich mich, ich war echt abends nach dem Essen, ich habe mich kurz auf die Couch gelegt und meinte zu meinem Freund, Gott, ich bin gerade so müde, ich könnte echt sofort einschlafen, ich war wirklich müde und es sieht man mir auch in den Videos an. Also, aber das Ding ist, ich hatte halt nur gestern. Jetzt ist die ganze Woche wieder so vollgepackt. Oh mein Gott. Am Freitag ist jetzt letzten Endes auch die Geburtstagsfeier von dem Sohn von meinem besten Freund. Von meinem Freund, sein bester Freund. Der Junge ist ja eins geworden, habe ich euch ja schon gesagt. Der ist jetzt mittlerweile wieder gesund. Der war ja krank, deswegen wurde ja die Feier abgesagt. Und die wurde jetzt auf Freitag verlegt. Genau. Und auch sonst ist diese Woche sehr, sehr, sehr vollgestopft. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich die jetzt großartig nachdrehen kann. Das ist so ein Ding. Delius ist jetzt gerade auch super. Ich weiß nur nicht, ich traue dem Schein noch nicht, weil er die letzte Woche war es ja wirklich so. Ich habe ihn weggelegt und er hat ja direkt angefangen zu meckern. Der wollte ja nur auf mir liegen. Und wenn es jetzt
so bleiben sollte, dass er auch alleine mal schläft, dann kann ich ja nebenbei Videos drehen. Das ist ja dann kein Thema. Deswegen, ich schaue mir das jetzt nochmal an, weil es macht auch keinen Sinn, wenn ich mich jetzt hier fertig mache, Schminke mache, tue, alles aufbaue. Das Ding ist, ich muss ihn dann auch ins andere Zimmer legen, weil ich kann ja jetzt hier nicht die volle Flutlicht anmachen, also alles mögliche an Lichtern anschalten, damit es halt eine gute Qualität ist. Da wird er davon aufwachen, das weiß ich. Also der ist ja so voll, ich würde nicht sagen lichtempfindlich, ja doch irgendwie schon. Also wenn ich zum Beispiel abends das Stilllicht anhabe, da könnte der stundenlang Quatsch machen. Gar kein Thema. Der hebt seinen Kopf und macht und tut und lacht und erzählt. Und überhaupt, sobald ich das Licht ausmache und es wirklich komplett dunkel ist, schläft er innerhalb von ein paar Minuten ein. Also er reagiert schon auf das Licht an sich. Also jetzt gerade so mit diesem dunkleren, düsteren Tageslicht geht es. Aber wenn hier die Sonne reinscheint oder sowas, keine Chance. Dann muss ich wirklich, habe ich auch die letzten Tage gemacht, habe ich die Rollladen runtergemacht. Ja. Naja, ich gucke mal, wie ich es jetzt mache. Es ärgert mich echt wegen den Dateien. Naja, egal. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich einfach wieder. Es ist übrigens, ich habe ein Taufkleid bestellt. Ich habe das Taufkleid, das ist heute gekommen. Sieht schrecklich aus. Also ich muss es meinem Freund mal zeigen. Es sieht wirklich nicht schön aus. Ich werde es sehr wahrscheinlich wieder zurückschicken. Und ich weiß nicht, ob es irgendwelche Läden gibt, wo man sich Taufkleider so direkt anschauen kann. Ich denke nicht, dass es... Ich muss das mal googeln. Ich weiß es gar nicht. Also mir fällt gerade kein einziger Laden ein, wo es das gibt. Ich habe auch einfach mal aus Fun geschaut bei C&A und H&M und sowas, ob die so Taufklamotten haben. Nö. Und dann habe ich halt über Amazon geschaut, da gibt es halt eine große Auswahl, aber das ist immer so eine Sache, solche Sachen wäre es immer gut, wenn man sich das direkt anschauen kann. Deswegen muss ich mal gucken, ob es hier im Umkreis von Frankfurt irgendwelche Läden gibt, wo man sowas vielleicht sich mal direkt anschauen kann. Weil das ist wirklich, das geht gar nicht von der Qualität her. Und für den Preis, Ach übrigens, was ich nochmal kurz erwähnen will, ich hoffe, ich halte mich kurz. Es gab die ein oder anderen, die geschrieben haben, von wegen diesem Plastikbecher bzw. Plastikbesteck, Pappteller oder Candybar und wie ich das alles nur machen kann. Und da hat einer dann auch geschrieben, ja, manche können sich vielleicht nichts anderes leisten. Also wollte mich verteidigen im Sinne von, manche können sich vielleicht nicht leisten und so weiter und so fort. Also dazu nur ganz, ganz, ganz kurz ein paar Sachen. Also erstens, es hat nichts mit dem Finanziellen zu tun, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Taufe ist unheimlich teuer. Also das ist nicht, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, dass man sagt, wir dürfen nur so und so viel 100 oder 1000 Euro ausgeben zum Beispiel. Darauf kommt es gar nicht an. Es ist nur so, dass wir kriegen ja Geschirr gestellt für 110 Personen und wir sind aber 130. Es werden aber niemals gleichzeitig 130 Leute da sein. Es sind immer welche, die früher kommen, später gehen. Es werden nicht alle da sein in der Kirche zum Beispiel. Es werden viele da sein, die nur zu der Feier kommen, für ein, zwei Stunden vorbeischauen, dann wieder gehen. Dann wird es wieder andere geben, die werden von Anfang bis Ende mit dabei sein. Also komplett durchgemischt. Aber es werden nie gleichzeitig 130 Leute da sein. Aber für den Fall, dass es doch so sein sollte, dass man per Leute mehr da sind oder dass das Küchenpersonal nicht damit klarkommt und schnell genug mit dem Spülen ist, also mit den Spülmaschinen und so weiter hinkommt, dann möchte ich einfach nur, dass in irgendeiner Ecke ein paar Pappteller stehen oder ein paar Plastikbesteck, das einfach nur für den Notfall, dass jetzt gerade kein Geschirr mehr da sein sollte, dass da einfach was da ist, wo man sagt, okay, darauf kann man gerade mal zugreifen. Das ist der einzige Grund, warum ich die Sachen gekauft habe. Weil ich glaube, bei manchen ist es jetzt so rübergekommen, ich habe die Taufe und dann steht da überall Plastikbesteck oder Pappteller. So ist es ja nicht. Wir haben schon richtiges Geschirr. Aber ich habe es schon oft genug gesagt, aber irgendwie wird auf diesem Thema immer noch in den Kommentaren rumgehackt. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil das wieder so rüberkommt, ja, ich gebe doch für so viele Sachen Geld aus, aber an der Taufe meines Sohnes spare ich. Leute. Also wisst ihr, ich habe einen schönen großen Raum, den wir, was heißt Raum? Das ist kein Raum, sondern das ist ein komplettes Haus.
Was hinter der Kirche ist, das ist ein komplettes Haus, wo wirklich die Toiletten dabei sind. Das sind mehrere Räume, die kann man alle aufmachen und so weiter. Wir haben nicht nur einen Raum gebucht, wir haben das komplette Haus gebucht. So, das komplette Haus mit allen Zugängen, mit allen Küchen. Wir haben extra Küchenpersonal, was stundenweise bezahlt wird. Es sind drei Küchendamen, die sich um das Essen kümmern, um das aufzutischen, um alles immer abzuräumen, um alles zu spülen zwischendurch, um Kaffee zu kochen, bla bla bla. So, das. Dann generell das ganze Essen, das ganze Catering, die ganzen Getränke, was man so braucht, das ganze Dekozeug. Alter Schwede. Also diese Feier kostet sehr viel Geld. Und wir haben da wirklich viele schöne Sachen ausgesucht und überall wirklich schön investiert. Auch jetzt zum Beispiel in seiner Kleidung oder wie gesagt, also alleine an Personal. Das muss man jetzt bei anderen Leuten mal sehen, die ein komplettes Haus mieten, die dann da auch noch Küchenpersonal haben und was weiß ich was. Also mir muss keiner unterstellen, dass ich für mich viel Geld ausgebe beim Shoppen und für meinen Sohn eine scheiß Taufe organisiere, nur weil ich gesagt habe, ich habe ein paar Pappteller organisiert für den Notfall, für den absoluten Notfall. Also keine Ahnung, warum mir das jetzt schon wieder so unterstellt wird, dass ich da irgendwie spare oder dass wir da nicht genug Geld hätten oder keine Ahnung was. Also darum geht es überhaupt nicht. Ja, aber für den Notfall sind wir einfach gewappnet und das ist einfach der einzige Grund. Genau. Das wollte ich einfach nochmal sagen, weil wenn ich so Kommentare dann lese, boah, du gehst so viel shoppen, du gibst so viel Geld aus, aber bei der Taufe deines Sohnes bietest du den Gästen Pappteller an. Da könnte ich echt, bei solchen Kommentaren, die regen mich dann tatsächlich auf. Da kann ich dann auch nicht so richtig drüber hinwegsehen. Das sind dann so Kommentare, wo ich am liebsten echt sagen würde, hallo, hast du mir nicht zugehört? Diese Teller sind nur für den Notfall. Die werden nicht irgendwie deckt werden oder irgendwie, keine Ahnung, die werden in irgendeine Ecke gestellt und werden wirklich nur für den Notfall, dass man darauf zugreifen kann. So, nicht mehr und nicht weniger. Deswegen in Zukunft, wenn ich was über dieses Thema lese, dass ich irgendwie meinem Kind keine tolle Taufe bereite und dafür aber lieber shoppen gehe, die Leute, also ich werde diese Kommentare löschen, definitiv, weil sowas lasse ich mir nicht an den Kopf schmeißen, weil der Gegenteil tatsächlich der Fall ist. Der Gegenteil ist der Fall. Fertig. Und selbst wenn es der Fall wäre, dass wir uns nichts anderes leisten könnten, dann ist es doch, eigentlich ist es dann umso trauriger, dass Leute einen sowas an den Kopf schmeißen. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die sich vielleicht keine große Feier leisten können und die sagen, hey, ich möchte aber trotzdem eine schöne Tauffeier für mein Kind organisieren. Ich habe nicht das nötige Kleingeld und muss deswegen vielleicht auf ja, Pappteller, Plastikbesteck zurückgreifen, aber trotzdem, eine Feier macht es doch nicht schlechter oder besser, weil man irgendwie ein tolles Porzellan da stehen hat oder irgendwie einen Pappbecher da stehen hat. Das macht es doch nicht besser oder schlechter. Und egal wie es ist, sollte man das einfach, ja, wie gesagt, leben und leben lassen. Einfach sagen, hey, das ist deine Taufe, organisier du sie, wie du kannst und wie du möchtest und das einfach so hinnehmen und dann entweder den Mund halten oder einfach sagen, hey, war trotzdem eine coole Taufe, auch wenn da Pappteller standen, oh mein Gott, wen juckt's zur Hölle? Bei anderen stehen da vielleicht die krassesten Porzellansachen und die Leute sitzen da und sind vielleicht schlecht gelaunt und reden nicht miteinander oder keiner tanzt oder was weiß ich was. Also ihr dürft halt auch nicht die Taufen vergleichen. Vielleicht haben das manche verglichen, wie es auf deutschen Feiern so ist. Also bei uns sind Feiern mit viel Musik verbunden, mit Tanzen verbunden und so weiter. Also ich war schon auf ein paar Taufen und dort war es eher immer so, dass man in der kleinen Runde zusammensitzt, dann zusammen was isst und sich unterhält und einfach einen schönen Abend hat. So, bei uns ist es aber eher so dieses, viel mit Musik und auch tanzen und so weiter und so fort. Und das ist sowohl bei meinem Freund in der Kultur so, als auch bei uns. Und bei uns beiden ist es einfach so, dass auch viele Menschen kommen und viel, wie gesagt, viel gemacht wird, viel getan wird und so weiter. Es ist einfach so. Und deswegen können es manche vielleicht auch nicht so wirklich nachvollziehen. Und ich finde, dass wenn jemand eine Taufe organisiert mit irgendwie 30, 40 Leuten und es dann gewöhnt ist, dass alles tipptopp on fleek ist, der kann sich einfach nicht mit jemandem vergleichen, der dreifach so viele Menschen auf seiner Taufe hat. Das muss man erstmal gestemmt bekommen, das Ganze zu organisieren. Ich meine, manche haben
in so einer Gästeanzahl, wie die Taufe ist, haben manche noch nicht mal Hochzeiten. Und das muss man erstmal organisieren können. Und dann auf jemanden irgendwie rumzuhacken, weil ein Punkt von allen Punkten irgendwie vielleicht nicht so toll ist. Oh mein Gott, ja. Also ich meine, ich hätte jetzt auch irgendeinen Catering-Service beauftragen können, dass die mir nochmal irgendwie 50 Geschirr liefern und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen und mal auf irgendeine Art und Weise dann mal vielleicht nicht so krass übertreiben. Meiner Meinung nach. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, so wie es jetzt ist, wie wir es uns entschieden haben. Und oh, Jason, du bist so süß im Hintergrund gerade. Meine süße Katze. Ja, also Thema beendet. Wie gesagt, wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es euer Problem. Und deswegen lasst euch nicht in den Kommentaren aus. Ich werde es definitiv löschen, weil das Thema mir einfach wirklich mich langsam ankotzt. So, ihr Lieben, ich höre jetzt auf zu labern. Ich habe genug geredet über dieses Thema. Ich werde dieses Thema Plastikbecher, Besteck und Co. nicht mehr ansprechen. Ich gebe mein Bestes. Ich habe da jetzt wirklich mich drüber ausgelassen, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft das in den letzten Tagen oder in den letzten Vlogs schon wieder als Kommentar genommen wurde. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum. Deswegen, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich darüber geredet habe. Ich denke, ich habe es jetzt gut genug erklärt, wieso, weshalb, warum. Und wenn es jetzt jemand immer noch nicht verstanden hat und immer noch meint, sich irgendwie darüber auszulassen, ich werde diese Kommentare, wie gesagt, ab sofort löschen. Entweder man kommt dann damit klar oder nicht. Es ist dann aber nicht mehr mein Problem. Die süße Katze. Wer hat die süßesten Füße? Wer hat die süßesten Füße? Mein Baby Jason. Hey, gib ihm wieder her den Fuß. Gib ihn wieder her, den Fuß. Mein Fuß. Grr, mein Fuß. Oh, mein süßer Satz. Ja, ihr Lieben, so, ich mache jetzt hier mal, oder ich fange hier endlich mal an, Videos zu schneiden. Und würde sagen, ich melde mich dann irgendwann mal später wieder und zeige euch dann mal vielleicht das Taufkleid. Oder wenn noch weitere Pakete kommen. Es sind nämlich noch, ist noch was heute angekündigt, aber keine Ahnung, ob es kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog auf jeden Fall wieder. Also sorry für dieses Hardcore-Laber-Video, aber musste mal sein. Manchmal muss ich mich auch mal wieder auskotzen und es war jetzt mal wieder so ein Laber-Auskotz-Video. Also sorry dafür. Ja, da versucht mein Baby mal ein bisschen es gemütlich zu machen, dass er vielleicht ein bisschen heier machen kann. Aber nein, kein Interesse. Ja, ich bin hier nebenbei nämlich gerade am Wäschekorb einräumen. Habe es gerade aus dem, oder vorhin schon aus dem Trockner geholt und komme jetzt gerade dazu, es ein bisschen einzuräumen, einzusortieren wieder. Und ich gebe mir auch Mühe. Bis jetzt sieht auch noch alles gut aus. Also es ist noch kein Durcheinander. Es sieht wirklich noch aus wie vor ein paar Tagen. Hier sind nur die Lätzchen, deswegen sieht es so aus. Aber sonst alles noch top. Aber ich kann wahrscheinlich nicht mehr lange machen, weil ihr hört schon, der hat keine Lust mehr. Tja. Hallo ihr Lieben, ich habe mich heute gar nicht gemeldet, mir geht es leider heute nicht so gut. Ich bin gerade am Nägel machen, weil mir sind ja ein paar Nägel oder beziehungsweise zwei Nägel kaputt gegangen. Und ich musste auch mal wieder auffüllen, deswegen mache ich das gerade. Schau nebenbei dieses The Facebook oder The Network oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Der Kleine ist im Schlafzimmer, ich habe alles abgedunkelt, der liegt in seinem Bettchen und schläft. Und mein Freund müsste jeden Moment kommen und wenn ich hier mit den Nägeln fertig bin, dann werde ich mich mal in eine heiße Badewanne begeben. Genau, deswegen werde ich sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch.